Hallo und herzlich willkommen hier am frühen Morgen bei der Mystik WG. Ja, es ist 6 Uhr, die meisten stehen auf bzw. gehen ins Bett. Das heißt, die Kinder stehen auf, die Erwachsenen toben ins Bett. Und ja, auch Starlight steht gerade auf und wird sich erst einmal Richtung Toilette / Katzenklo begeben. Ich weiß, Starlight, du machst das schon. So, wer war das? Ich habe keine Ahnung. Jedenfalls ist unsere süße Amanda erstmal ihr Futterchen. So, Amanda hat danach auch schon was zu tun bekommen. Der gute Sean-Luca ist gerade eine Runde malen gegangen, weil er hatte ja sein Bild dort angefangen. Tessie ist schlafen gegangen, Nora steht bald auf, Mila ist schlafen gegangen, Bill ist auch schlafen gegangen und Carsten, naja, der schläft schon ein bisschen, aber der wartet jetzt einfach mal, ja, darauf, dass Nora aufsteht, dann ist er endlich allein im Bett und kann meinetwegen auch noch den Werwolf rauslassen. So, Amanda, dann bist du eine sehr, sehr liebe, naja, Mitbewohnerin, nicht wirklich, aber ein Kind. Du bist ein sehr, sehr liebes Kind. Genau, räum das mal noch weg. Hast du total toll gemacht und dann mach dich mal frisch. Oh, wir könnten rein theoretisch einen Blätterhaufen haken. Finde ich ja ganz interessant. Noch ist ja hier Herbst. Okay, und hier vor der Haustür zaubert erstmal eine Hexe rum. Aber wir haben überhaupt keine, ach, da haben wir Blätter. Wow, ich wollte sagen, wir haben gar keine Laubbäume. Aber hier könnten wir ein bisschen haken. Das machen wir dann in dem Sinne auch mal. Und Sean-Luca hat jetzt endlich seinen ersten Fähigkeitenpunkt. Und wir wünschen uns noch ein Puppenhaus. Okay, Kissenschlacht liefern. Können wir machen. Ja, ich mache jetzt erstmal das Puppenhaus hin. Hoffentlich denke ich dran. Und ja, wir haben bald genug Geld zusammen, um das Zimmer von Mila und Bill endlich auch mal zu renovieren. Das letzte Mal hatten wir hier das von Nora und Carsten gemacht gehabt. Und ja, da steht die Nora auch schon auf. Guten Morgen, Nora. Schön, dass du hier bist und so. Ja, das Zimmer von Nora und Carsten mag ich ja eigentlich auch ganz gerne. Da sich ja hier irgendwie alle Farben von den beiden widerspiegeln. Und diese Zeichnung finde ich auch so super, super süß. Und ja, das Kinderzimmer haben wir ja auch schon geschafft gehabt. Das war ja auch so ein kleiner Akt, aber dafür finde ich das Kinderzimmer wunderschön. Und ja, jetzt fehlt eigentlich nur noch das Zimmer hier. Und dann können wir uns hier mal dem Turm widmen und den noch ein bisschen, naja, schöner gestalten. Oder auch den Flur, das wäre ja auch mal was. So, verkaufen wir das hier mal. Yay, das Herbstfest ist in der Stadt. Wir können also bald auch hier mal was so Halloween-mäßiges machen. Was mich auch gleich mal auf die Idee bringt, den Garten anzulegen, ne? Das haben wir irgendwie auch noch überhaupt nicht gemacht. Kann das sein? Oder habe ich das mal gemacht und hier ist alles schon verwelkt? Ich glaube nicht, ne? Sollten wir dann auf jeden Fall mal machen. Das Blöde ist, wir haben jetzt auch gerade Frost. Vielleicht sollten wir uns das einfallen lassen. Vielleicht wäre ein kleines Nebengebäude ganz cool, wie so ein kleines Hexenhäuschen oder so. Das wäre doch eigentlich mal eine Idee. Wenn wir hier runtergehen, sind wir dort drin. Lasst uns mal gucken. Ich weiß, wir gehen schon wieder in den Baumodus, aber wenn man hier so anfängt, boah, stimmt ja, wir haben so ein Riesengrundstück. Wenn man so anfängt, dann kann man schon das ein oder andere dort machen. Ich würde hier gerne so ein kleines Hexenhäuschen hinstellen, ne? Fände ich total toll. Machen wir auch mal, aber ich brauche auf jeden Fall Fundament, damit wir hier nicht mit der Höhenunterschied-Sache in Bedrängnis kommen. Nee, schau mal einer, guck. Ich hätte es gerne in, whoops, so. In schräg hätte ich es gerne. So. Ja, nee, gefällt mir immer noch nicht. Wir kriegen das noch hin. So, ich glaube, so hätte ich das ganz gerne. So, hat jetzt auch gar nicht so viel gekostet vom Fundament her. Ja, dass das nichts wird, ist irgendwie auch klar. Genie am Werk, ich sag's euch. Wie war denn das? Ist das jetzt schräg? Nee, komm, wir machen das einfach so, dann ziehe ich nicht. So. Das sieht ja schon eher nach dem Plan aus. Das Problem wird hier wieder die Treppe sein. Wir brauchen auf jeden Fall noch eine Gerade. Immer diese Treppengeschichte. Hier die Gerade. Ich überlege gerade, wie wir das am besten einfügen, ohne dass es komisch ausschaut. So. So. Ja, kann man machen. Machen wir auch so. So, dann holen wir uns hier mal die Wände ran. Und dann hätte ich hier auch gerne noch mal eine oberste Etage. Ich überlege gerade nur. Moment mal, ich ziehe erstmal ein Dach drauf. Was nehmen wir für eins normales mal? Ja, das passiert jetzt noch öfters. Pass mal auf. Ja, dieses Schrägdenken, das ist, dauert ein bisschen. So, jetzt will ich mal versuchen, wie das ausschaut, wenn wir hier nochmal so ein extra Dach zwischenziehen.
Weil zwei kleine wird bei der Größe nicht funktionieren. Haben wir es genau auf Kante? So. So. Ist auch ein bisschen weiter als gedacht, ne? Machen wir so. Ist ja egal. So, ich will nur mal gucken, wie das jetzt ausschaut. Ich bin mir da nämlich echt nicht sicher. So. Ja, es wirkt ein bisschen sehr groß, wenn wir das Dach anheben. Weil wie gesagt, zwei kleine traue ich dem Vinci-Haus nicht zu. So. Ja, sieht jetzt aus wie ein interessantes, kleines Hexenhaus. Okay. Muss noch höher machen. So gefällt es mir auf jeden Fall schon mal eher. So, ich mache es aber wieder ein bisschen runter. Okay, aber ich finde es so eigentlich ganz cool, weil es mich halt wirklich an so ein kleines Hexenhäuschen erinnert. Deswegen werde ich das auch mal so lassen. Ich weiß, es sieht super merkwürdig aus, aber wir werden es einfach mal abwarten und gucken, wie sich das Ganze so macht. Ich hätte da gerne eine andere Hausfarbe tatsächlich. Ich muss jetzt erstmal gucken, was wir hier für Farben haben. Ich sehe das gar nicht so in der Vorschau. Ja, kann man rein theoretisch machen. Finde ich sogar ganz gut. Ist wenigstens ein bisschen abgesetzt. Ich überlege nur, ob ich das ein bisschen von der Farbe verändere. Ob ich das ein bisschen dunkler mache. Ich nehme mal die Farbe hier. Oh, es tut mir leid, dass es schon wieder eine Baufolge wird. Ich mache die Folge einfach ein bisschen länger. Einigen wir uns darauf? Das ist doch eine Idee, oder? Ich finde das okay. Machen wir statt 15 Minuten einfach mal 20 Minuten draus. Ich wollte jetzt nur die Farbe mal probieren. Ja, damit kann man vielleicht arbeiten. Müssen wir gleich mal gucken. So, sind wir jetzt wenigstens beim Mauerwerk gelandet. Das ist ja schon mal was. Dann würde ich das ein bisschen heller strukturieren. Na, so. Dann sollte das jetzt auch von der Farbe... Ach, schaut mal, die sind da so hell. Deswegen sieht das so aus. Ah. So, machen wir es einfach mal ein bisschen dunkler. So, das da rauf. Das können wir ja auch noch ein bisschen dunkler machen. Ein bisschen zu dunkel. Ja, ich glaube, so können wir das ganz gut lassen. Und das müssen wir noch ein bisschen dunkler holen. Weil das sieht sonst einfach merkwürdig aus. Na, Felsen und Stein, kommst du hier herunter? So, sieht immer noch komisch aus. Wir nehmen jetzt einfach mal den hier. Okay, das sieht echt kacke aus. Das ist auch diese Wellenform, die wollen wir auch überhaupt nicht. Ich nehme uns mal nochmal den hier. Laden wir einfach nochmal das Mauerwerk durch, egal. Ah, ich vertrüde auch wieder so viel Zeit an einer Mauer, ne? Das ist unglaublich. So, nee, genau umgekehrt. So hätte ich das gerne, weil ich möchte das Haus sehr gerne ein bisschen düsterer haben. Düsterer. Gibt es das Wort überhaupt? Ich möchte es düster haben. So, Punkt aus. So, verkaufen wir das mal wieder. Das ist jetzt zwar ein bisschen die Geldverschwendung schlechthin gewesen, aber was soll's. Jo. So gefällt mir das schon eher. Dann ist es nicht mehr so dunkel, so hell meine ich. Und es hebt sich ein bisschen ab. Jetzt würde ich gerne mal gucken, was wir hier für Fenster zur Auswahl haben. Weil ich würde auch gerne andere Fenster verwenden. Welche, die etwas kleiner sind, ein bisschen mehr nach Hexenhaus ausschauen. Wenn mich hier mal die Maus lässt, irgendwie, oh, wenn diese Höhe drin ist, dann macht sich das echt schlecht. So, ein cooles Fenster. Wie sieht denn das Fenster hier aus? Das sieht wirklich nicht sehr alt aus. Das sieht schon ein bisschen besser aus. Was macht dieses Fenster hier? Oh, das ist ja sehr niedrig. Jo. Ich bin der Überzeugung, wir finden hier noch was. Das ist das Feen-Ding. Das ist keine Ahnung woher. Bestimmt aus diesem Barhaus oder so. Ja, ist auch nicht das Gelbe vom Ei. Wie sieht das aus? Ja, ein bisschen zu viel. Das finde ich eigentlich ziemlich cool. Allerdings nicht so richtig passend. Ja, ist alles ein Touch too much. Du, du, du.
Das finde ich schon ganz cool. Ist an sich auch nicht schlecht. Hier vielleicht auch ein bisschen was Größeres, weil ich möchte ja auch gerne, okay, was war das gerade? Das sah komisch aus. Okay, da kommen wir nicht hin in die Richtung. Aber das finde ich natürlich auch ganz nett. Jetzt müssen wir uns das mal angucken, wie es ausschaut, wenn es so einfach mal eingesetzt wurde. Sieht dort oben auf jeden Fall ein bisschen merkwürdig aus, weil wir halt das Dach da haben. Und wir haben auch nicht mehr viel Geld, weil ich ein komplettes Haus gebaut habe. Ach, ich bin so klug. Ah, Mensch. Meine Intelligenz ist einfach unbeschreiblich. Scheiße. Ja, ich finde das ja an sich ganz cool, aber irgendwie passt es nicht. Und es ärgert mich, dass das nicht richtig passt. Also, von der Thematik her. Dieses Fenster finde ich auch sehr, sehr cool. Nur ich hätte es gern auch ohne Bücher. Wisst ihr, was ich meine? Ich finde es sehr schade, dass man das irgendwie nur mit Büchern hat, weil man will ja nicht in jedem Fenster Bücher drin liegen haben. Das ist ja nicht ganz normal. So, das ist ein Viererfenster. Das sieht aber auch so leicht schauladenmäßig aus. Keine Ahnung. Aber das hätte ich gern auf jeden Fall hier oben. Obwohl, lass uns mal das Schauladenfenster nehmen. Wo ist es denn jetzt schon wieder hin? Ach, da. Oder das schauladenartige Fenster. Was ist das hier noch für ein Fenster? Ach, aus diesem Bäcker-Ding, glaube ich. Und es braucht mehr Platz anscheinend. So, komm mal hier. Dreh dich mal. Komm. So. Sieht auch merkwürdig aus. Warum sieht denn das alles so verdammt merkwürdig aus? Ach, nee. So, wie sieht es hier an der Seite aus? Macht es da was her oder auch eher nicht? Ja, an den Seiten können wir das rein theoretisch machen. Als Blöde ist es auch nicht mittig, ne? Das ist eine Sima-Wand. Wir werden es, glaube ich, nie schaffen, hier einfach nur... Okay, was ist das denn da komisches? Einfach nur ein Fenster rein zu platzieren. Hier haben wir wieder dieses Ich-sehe-komisch-aus-Phänomen. Okay, das ist wie so ein Schaufenster. Na, zeig dich mal. Auch ein bisschen zu viel. Ja, ich glaube, wir werden hier einfach nie was finden. Das ist doch toll. Der Part ist um und ich habe kein blödes Fenster gefunden. Das finde ich an sich ganz cool. Allerdings auch wieder ein bisschen schwierig, weil die Breite und Länge nicht hinhaut. Hier oben müsste es aber ganz gut hinpassen. Ja, verschwindet da aber so komisch. Ach, Menno, das ist voll ärgerlich. Das finde ich cool. Das machen wir mal glatt so. Und ja, den Rest müssen wir einfach mal abwarten. So, ich mache es jetzt in irgendeine Richtung, ist mir auch egal. Weil mehr können wir uns momentan noch nicht leisten. Deswegen gehen wir mal zurück in den Live-Modus. So, da war auch schon mal gleich das Feeling wieder ganz anderes, weil hier Schnee liegt. Und man sieht es auch jetzt mal im Gegenzug zu, wie heißen sie, den Fairy Tales. Hier geht es einfach viel schneller mit dem Bau- und Kaufmodus und das alles ist wirklich, weil dieses Grundstück so übersättigt worden ist. Ja, guck mal, jetzt haben wir da hinten unsere kleine süße Hexenhütte. Das finde ich eigentlich ganz cool. Ist was anderes. Werde ich noch so einen Weg, es erinnert mich ein bisschen an Harry Potter, so die heulende Hütte oder so. Ist ja jetzt nicht ganz so zerranzt, aber naja, finde ich trotzdem ganz nett. Gut, aber machen wir einfach mal weiter. Okay, müssen wir nicht gleich so schnell hier fortfahren. So, ist hier eigentlich noch ein Tier drin, ist mal die Frage. Nö, keins drin. Das ist ja gut, weil dann können wir hier wenigstens nicht, ne? Hier hatten wir auch noch mal einen Vogel. Ich bin mir da ziemlich sicher. Wer hat den denn im Inventar, wenn der da nicht mehr ist? Oh, macht doch mal einer dieses... Okay, Nora hat ihn im Inventar. So, Vögelchen, ne? Viel Spaß, braucht unser Vögelchen Futter, ist die Frage. Nö, Vögelchen geht super. So, nur Nora geht's nicht so gut. Nora denn... Oh, ist schon alt. Das ist natürlich doof. Ich weiß leider auch nicht mehr, was du davon gegessen hast. Wir versuchen es einfach nochmal mit den Kirschpfannkuchen. Nimm am Ort Fun Gold, Warenhaus und Café den Werbespot auf. Okay, können wir machen. Das bringt auf jeden Fall Kohle. Dann können wir weiterbauen. Oh je, und alle freuen sich. Nee, Moment, wartet mal. Kleine Männer war gerade duschen. Oh toll, Starlight, warum pinkelst du da hin? Wir können ja auf jeden Fall weiter das Laub aufsammeln. Wir machen die zwei wenigstens draußen was zusammen. Das finde ich ganz schön.
So, Nora, ich hoffe, du kannst das jetzt essen. Das wäre sonst nämlich echt blöd. Mila schläft noch. Okay, Mila kann auch den Werbespot dann aufnehmen. Ich werde Mila mal gleich hinschicken. So, Tessie schläft auch noch. Und... Jo, Starlight, du spielst in der Badewanne. Ganz toll, außerdem, dass du da hingepinkelt hast. Wir können auf jeden Fall jetzt mal die Kinder hier beim Laubhaken beobachten. Weil dann haben wir hoffentlich schnell einen Laubhaufen zusammen. Und wenn wir das haben, dann können die Kinder darin spielen. Ist das nicht schön? Oh, das sieht voll hübsch aus, ne? Da hinten auch noch die Käfer im Hintergrund. So, what the fuck? Was für eine heftige Fee bist du denn, Gianluca? Ist dir nicht ein bisschen kalt? Es ist doch schon wintermäßig hier. Ja, aber auf jeden Fall süß, dass sie das so zusammen machen. Finde ich voll schnucklig. Ne, Gianluca? Du kleine Jahreszeitenelfe. Ach, Mio, ne? Aber es sieht voll... Ich weiß nicht, Amanda passt irgendwie besser ins Bild, finde ich. Sie sieht nicht ganz so erfroren aus wie Gianluca. So, jetzt rücken die beiden auch noch näher zusammen. Ihr seid so süß. So, und Gianluca haut wieder rein. Ist ja ein Träumchen. Ah. Hehe, ich finde es voll süß. Aber am coolsten finde ich immer noch Amanda. Wie sie da so steht. Ich finde, das ist harmonisch. Das passt. So, ich versuche die beiden jetzt mal von vorne drauf zu kriegen. Wow. Einheitliches Haken. Yay. Was für eine Aktivität. So, genug gehakt. Was los? Ach so, jetzt sammelt sich das da langsam. Vor allem, ihr lauft auch immer weiter. Ich krieg euch nicht einmal hier zusammen aufs Bild. Traurig. Traurig, traurig. So, was da hinten? Ach, so ein flaches Haus. Okay. Ach, naja. So ist das hier mit den beiden. Ich lasse sie da jetzt erstmal... Ach, seht mal, schaut mal hier. Seht mal, schaut mal hier. Sie wollen auch in einem Blätterhaufen spielen. Dann werden wir das mal gleich mal einrichten. Kostenloses Spiel im Stadion ansehen wollten wir ja auch machen. Das wollten wir auch noch kaufen. Puppenhaus haben wir auch noch drin. Mit Starlight Freundschaft schließen. Oh mein Gott. Machen wir mal das weg. Und oh mein Gott, wir haben den ersten Haufen zusammen. Dann können wir ja auf jeden Fall mal drin spielen. Können beide zur gleichen Zeit drin spielen. Das fände ich ja ganz cool. Ne, ihr zwei? So geht es. Yay. Oh, das sieht voll schön aus. Okay, es kann nur einer drin spielen. Schade. Aber okay, immerhin hat Amanda Spaß. Dann müssen sie sich gegenseitig noch ihre eigenen Laubhaufen zurecht sammeln. Und es ist voll hübsch. So, Gianluca haltet rein. Wo geht er denn jetzt hin? Gianluca, hakt doch einfach weiter. Aber Moment, warte mal. Wir werden dir als erstes mal ein anderes Outfit anhelfen. Outdoor-Kleidung. Hier, bitteschön, zieh dir mal was anderes an. Du frierst ja den Popo ab. So, Mila. Oh, jetzt bin ich auf Mila gegangen. Naja, besuchen wir mal Mila hier bei ihrer Werbespot-Aufnahme. Mila, wie geht's voran mit dem Werbespot? Anscheinend ja ganz gut. Wo sind wir hier überhaupt gelandet? Ach, im Restaurant auch noch dazu. Ja, könnte man rein theoretisch auch mal rein aus Laune an der Freude hier essen. So, was ist hier im Nebengebäude? Ach, das Theater und Verbrecherversteck. Hier ist ja was los. So, aber ich würde sagen, wir gehen mal zurück, weil hier die ganze Zeit auf Mila zu warten ist jetzt auch nicht so das Highlight des Tages. Ach ja, oh. Oh. Ach so, Nora hat wieder das verdorbene Zeug gegessen. Oh, Nora, nicht gut. Gar nicht gut. So, du kannst dir auch gleich mal auf Toilette gehen. Havish ist denn hier? Ach so, wieder der Typ von draußen, der einfach jedes Mal da rumsteht. Und ja, Bildhauerei, siehst du? Das müssen wir auch unbedingt hier in den Turm mit einbauen. Das haben wir auch noch gar nicht hier mit drin. Aber da wahrscheinlich die Alchemiestation nach hier drüben ins höhere Dingel wandert, können wir dann hier auch noch ein bisschen was umbauen. Stopp. So viel zum Thema Hexenturm. Jetzt haben wir ein ganzes Hexenhaus. So, die ist jetzt auch noch kaputt. Danach machen wir einfach gleich die Feenreparatur. So, Carsten steht dann bald auf. Die Frage ist, was kann er dann essen? Was ist jetzt hier das eklige Zeug? War anscheinend das andere, oder? Das hatte ich ihm gegeben. Pilzomelette. Okay, dann können wir das auch so lassen. Bill geht es soweit gut. Er könnte danach, keine Ahnung, mal Fernsehen oder so. Einfach mal gucken, dass der Spaß hochgeht. Nora könnte rein theoretisch danach mal ein bisschen Geld für uns verdienen. So, indem sie das Bild weitermalt. Und Mila ist gleich fertig. Juhu, wir haben wieder
sind 1000 Simoleons. 5000 Simoleons. Mila kann einfach jetzt mal was zu essen machen. Sie kann das zwar nicht besonders gut, aber Gelee-Sandwiches wird sie, glaube ich, hinkriegen. So, Tessie kann dann hier auch gleich mal auf Toilette gehen und duschen. Ich habe bis jetzt aber nur eine Toilette hier oben. Dann muss das an der Stelle einfach mal reichen. Und in der Zeit warten wir einfach mal, bis Mila das Futter fertig hat. So, schon Luca hat auch die Schnauze voll vom Haken und hier haben sich auch schon mehrere Leute zu uns gesellt. Ganz toll. Schon Luca muss ganz dringend auf Toilette. Das könnte eventuell schwierig werden, aber hier ist was frei. Schon Luca, lauf los. So, und wir gucken uns mal das kostenlose Spiel im Stadion an. Ja, aber wie das Ganze wird, sehen wir einfach in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Zusehen und dass wir uns dann hier auch nächste Woche Montag wiedersehen mit Herr Mystik WG. Und ja, dann danke fürs Einschalten, bis zum nächsten Mal und ciao.